Wie geht es Ihnen in letzter Zeit? Ich denke, dass die Zeiten, in der wir momentan leben, die Corona-Krise, die wir erleben, auch an Ihnen nicht spurlos vorübergegangen ist. Die Maßnahmen, die von der Politik momentan durchgesetzt werden, dass man sich viel zu Hause aufhalten muss, dass viele Geschäfte geschlossen haben, dass der Alltag nicht ablaufen kann, wie wir es gewohnt sind, das stimmt einen nicht gerade glücklich. Das bringt viele Probleme mit sich und man fühlt sich sehr stark eingeschränkt, vielleicht sogar eingesperrt. Es ist momentan auch bei vielen Menschen ein Grund dafür, sich Sorgen zu machen, um die Zukunft. Existenzängste, man hat ein gewisses Maß an Kontrollverlust, weil man plötzlich das, was immer möglich war, nicht mehr ausüben kann, die eigene Tätigkeit zum Beispiel. Vielleicht machen Sie sich gerade Sorgen, wenn Sie selbstständig sind, um den Erhalt Ihres Betriebes. Vielleicht um den Erhalt Ihres Jobs, wenn Sie irgendwo in einem Anstellungsverhältnis sind. Vielleicht sind Sie auf Kurzarbeit oder womöglich auch entlassen worden, weil der Betrieb nicht weiß, wie es weitergehen wird. Wir alle hoffen, dass wir bald wieder zu der Normalität zurückkehren können, die wir vor der Krise kannten. Und was uns vermutlich besonders zu schaffen macht, ist, dass die Situation so plötzlich und so unerwartet über uns kam. Wer hätte vor wenigen Monaten noch gedacht, dass so etwas möglich wäre oder vor wenigen Wochen alleine? Es gibt Dinge, die sind Konstanten in unserem Leben. Dass die Kinder in die Schule gehen beispielsweise und plötzlich geht es nicht mehr. Universitäten haben geschlossen, alle anderen Schulbereiche haben geschlossen. Dass man einfach einkaufen gehen kann in den Läden, die man in der Fußgängerzone vorfindet und plötzlich ist das nicht mehr möglich. Dass man die Grenzen hier in Europa überschreiten oder mit dem Auto überfahren kann, ohne angehalten zu werden und plötzlich ist das nicht mehr möglich. Und dann so viele Menschen in Schutzkleidung und in Schutzmasken umherlaufen zu sehen, das gibt einem zu denken, das macht doch auch Sorgen. Es gibt Ängste, die sind berechtigt und es gibt solche, die sind es nicht. Es gibt Ängste, die helfen uns, unsere Situation gut einzuschätzen und uns aus dieser Situation, die gefährlich ist, wieder herauszubringen. Wenn uns bewusst wird, dass wir uns in einer Situation befinden, bei der es vielleicht um Leib und Leben geht, um unsere Gesundheit geht, wo wir vielleicht auch finanziell etwas verändern müssen, um gut weiterleben zu können, da ist Angst berechtigt. Es gibt aber auch Situationen, an denen können wir nichts ändern. Und da sollten wir vorsichtig sein, uns nicht zu viel Angst machen zu lassen. Da brauchen wir etwas, das uns stützt und das uns stärkt und das uns hilft, in solchen Zeiten zuversichtlich und mutig zu sein. Ich bin froh, Christ zu sein und eine Bibel zu haben, wie ich sie jetzt in der Hand halte, die mir gerade in solchen Zeiten auch Mut zuspricht. Ich denke da an einen Vers, in Johannes 16, Vers 33, wo Jesus uns wissen lässt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Heute würden wir sagen, seid mutig, seid zuversichtlich, denn ich habe die Welt überwunden. Er hat in seinem Leben auch viel durchgestanden. Er hat viel Leid erlebt, aber er ist durch alles durchgegangen und als Sieger daraus hervorgegangen. Er sagt seinen Jüngern, ich werde auf euch Acht geben. Ich denke auch an Matthäus 28, seine letzten Worte, bevor er seine Jünger dann zurücklässt und selbst in den Himmel auffährt, da sagt er noch einmal, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und er macht deutlich, er wird sie nie alleine lassen. Er ist mit den Seinen. Krisen können uns helfen, uns selbst besser zu prüfen. In Zeiten, in denen alles läuft wie immer, in denen alles irgendwie gut ist, da verliert man Gott, den Glauben und dieses wirklich feste Fundament, das uns die Bibel geben möchte, schnell mal aus den Augen. Man fühlt sich vielleicht unbesiegbar, man meint, die Gesundheit, die man hat, die sei letztlich unangreifbar, für eine gewisse Zeit zumindest. Der Job, den man hat, der ist vielleicht unkündbar, es ist alles sehr sicher. Die finanzielle Lage ist gut und vielleicht auch andere Bereiche des Lebens. Es ist ja schön, wenn es so ist. Geistlich wirkt sich das aber häufig negativ aus. Krisen sind besser dazu geeignet, uns zu Gott zurückzubringen, uns zumindest bewusst zu machen, wie wir zu ihm stehen. Ich denke an ein Gleichnis in Matthäus Kapitel 7. Jesus befindet sich hier gerade in der Bergpredigt, er spricht zu großen Volksmassen und macht ihnen deutlich, dass es wichtig ist, seine Worte nicht nur zu hören, sondern auch zu tun. Matthäus 7, Verse 24 bis 27 spricht er von zwei Männern. Er sagt, ein Mann ging hin und baute sein Haus auf Fels. Und als der Sturm kam und der Platzregen kam, stand dieses Haus immer noch fest, genauso wie bei Sonnenschein. Das ist der Mann, der die Worte Jesu hört und auch tut. Er sagt, da gibt es aber auch einen anderen Mann, der ging hin und baute sein Haus auf Sand. Und dann kommt es auch zu einem Unwetter und dieses Haus zerfällt. Es fällt in sich zusammen, weil das Fundament nicht stark genug, nicht tragfähig ist. Und Jesus sagt, das ist der Mann, der meine Worte zwar hört, aber nicht danach handelt. In diesem Wort in der Heiligen Schrift ist uns vieles gesagt, wovon Gott uns mitteilt,
wie wir unser Leben auf ein festes Fundament stellen können. Wie wir so leben können, dass unser Leben Bestand hat, gerade in Krisensituationen, gerade da, wo um uns herum alles unsicher scheint, wo viel Verunsicherung und Angst herrscht. Die Zeit, in der wir momentan leben, macht es vielleicht nicht so leicht, hoffnungsvoll und zuversichtlich zu sein. Ich wünsche Ihnen aber, dass Sie das feste Vertrauen haben auf das, was Gott uns hier in seinem Wort zusagt. Ich möchte hier einen Psalm herausgreifen, Psalm 139, und ich möchte gerne lesen ab Vers 1, wo uns deutlich gemacht wird, dass Gott jede Lebenslage kennt, dass er uns nie alleine lässt, dass er immer um uns ist und uns wunderbar führt in unserem Leben. Hier heißt es: Herr, du erforschst mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Hier spricht kein Geringerer als der große König David. Er hat in seinem Leben viel Leid erlebt. Er hat Trübsal erlebt, er hat Verfolgung erlebt, er war oft in Todesgefahr. Und wenn er diese Verse hier schreibt, rückblickend, dann weiß er sehr genau, wovon er spricht. Er weiß, dass Gott jeden seiner Schritte genau kennt. Sonst hätte Gott ihn nicht so wunderbar vor so vielen Gefahren schützen können und ihn immer wieder herausreißen und retten können. Er weiß auch, dass Gott sogar seine Worte so genau kennt, dass er noch bevor David selbst sich die Gedanken dazu gemacht hat, dass Gott schon genau weiß, was er sagen wird. Das bedeutet auch, dass Gott alles, was wir vielleicht auch mal an Fehlern machen, wo wir was Falsches sagen, wo wir eine falsche Entscheidung treffen, dass Gott das kennt und vorsorglich sich darum auch schon kümmern kann. Wir müssen uns also nicht einmal Sorgen machen um die Fehler, die wir begehen. Wir werden durchaus die Konsequenzen spüren und die mögen schmerzhaft sein. Wir sollen ja daraus lernen. Aber Gott weiß das schon und kann dafür Vorsorge treffen. Das wird uns hier deutlich gemacht. Egal, wo wir uns befinden, egal, was wir tun oder sagen, Gott weiß es und er kümmert sich. Ich lese hier weiter Verse 8 bis 10. Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bette ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch dort. Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Mit anderen Worten, wir können vor Gott gar nicht fliehen. Und egal in welche Situation wir hineingeraten, in dieser Welt und in diesem Leben, es gibt keine Situation, in der Gott uns nicht halten würde. Sei es die Corona-Krise oder sei es das erste SARS-Virus, das uns vor einigen Jahren schon begegnet ist, wenn auch nicht in dem Umfang. Oder die Wirtschaftskrise, die uns auch vor einigen Jahren begegnet ist und in manchen Stellen, manchen Gebieten der Erde bis heute noch nachwirkt. Oder andere Krisen, die in Zukunft kommen. Hier wird deutlich gemacht, egal was wir durchleben müssen, Gott kennt es längst, er führt uns dahin durch und er kann uns auch schützen. Ich wünsche Ihnen genau diese Zuversicht und Sicherheit, von der David hier spricht. Dass auch Sie für Ihr Leben diesen Glauben annehmen können und damit auch mit viel weniger Angst und Sorge leben können. Dass Sie alles, was Sie beschäftigt, Jesus Christus übergeben können, der sich um Sie und Ihr Leben kümmert. Dafür möchte ich gerne ein Gebet sprechen und ich lade Sie ein, das Gebet mit mir gemeinsam zu sprechen. Ein Gebet der Übergabe an Gott, der Ihr Leben genauso schützen kann wie das Leben von König David und so vielen anderen Männern und Frauen in der Heiligen Schrift. Ich lade Sie ein, Ihre Augen zu schließen, den Kopf zu neigen und mit mir gemeinsam zu beten. Unser großer himmlischer Vater, danke, dass wir dich als Vater annehmen dürfen, dass du uns führst wie ein Vater in seiner Hand, dass du Acht gibst auf uns, uns schützt, uns umfängst an jedem Ort, zu jeder Zeit, in jeder Lebenslage. Danke für die wertvollen Erfahrungen, die wir in deinem Wort sehen dürfen. Dass dein Wort in guten wie in schlechten Zeiten zu uns spricht und so nah sein möchte, dass wir daraus lernen dürfen, es in Erfahrungen anderer, damit unser Leben auf ein festes Fundament gebaut werden kann. Hilf uns, stark zu sein im Glauben, fest darauf zu vertrauen, Herr, dass du nicht nur mit den großen Männern und Frauen der Heiligen Schrift gewesen bist, sondern dass du mit jedem von uns heute ebenso sein möchtest. Dass du genau weißt, wenn wir sitzen, wenn wir stehen, wenn wir liegen. Dass du jeden Gedanken kennst, dass du jedes Wort kennst. Dass du jeden unserer Tage kennst und dass du uns wunderbar führst, dass du uns ganz besonders nah bist in schwierigen Zeiten. Herr, bitte sei du so mit uns, mit jedem der Zuschauer, der Zuhörer, dass du uns Zuversicht und Hoffnung schenkst, wo so viele um uns herum Angst haben und Hoffnung verloren haben. Hilf uns, dass wir Mutmacher werden. Und hab Dank, Herr,
dass du uns auch für die Zeit danach, für die Perspektiven, für das, was uns in Zukunft erwartet, dass du uns dort wunderbar führst, einen guten Plan für uns hast. Amen. Ich wünsche Ihnen diese Hoffnung und diesen Frieden, diese Zuversicht, von der Jesus in Johannes 16, 33 spricht, von der David hier in Psalm 139 spricht, dass ihr Leben auf dieses feste Fundament gebaut ist, von dem Jesus in Matthäus 7 gesprochen hat, dass sie in den guten Zeiten wie auch in den schlechten Zeiten erleben dürfen. Ihr Leben steht auf einem festen Fundament, weil es Jesus Christus gehört und er das, was ihm anvertraut wurde, sicher bis zum Ende bewahren wird. Gott segne Sie.